4, clear to engage hostiles by the barricade. 5-3, this is 2-1, solid copy on all. Guns, guns, guns. Roger that, rolling in. Ja, servus Leute, hallo, hier ist der Marcel und herzlich willkommen zu meinem allerersten Commentary. Deshalb will ich mich kurz vorstellen, ich heiße Marcel, bin 15 und auf meinem Kanal werden euch hauptsächlich Commentaries und Gameplays zu Call of Duty Modern Warfare 2 und Black Ops erwarten. Ja, wie ihr wahrscheinlich es alle wisst, funktioniert das PSN wieder und zwar seit gestern und deshalb habe ich mich auf die Konsole gesetzt, an die Konsole gesetzt und gleich mal ein Gameplay aufgenommen. Ja, wir spielen Herrschaft auf der Map Scrapyard und dabei habe ich die ACR Schall gedämpft und als Sekundärwaffe leider die G18er Kimbo, weil ich gerade keine Klassen geändert habe. Und sonst als Perks habe ich Plünderer, Feuerkraft und Ninja, jeweils alles in der Pro-Version. Ja, mich würde mal interessieren, wie fandet ihr die Zeit ohne PSN? Mochtet ihr die nicht oder hat es euch wirklich genervt oder habt ihr einfach offline gespielt und war es euch egal, nicht zocken zu können? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, hier spule ich jetzt kurz vor, weil der Anfang meiner Meinung nach ziemlich langweilig ist, aber ich stopp dann wieder, wenn es interessanter wird. Ja, und in dem Spiel schaffe ich auch eine Nuke, mal so kurz gesagt. Es ist zwar nicht die schönste Nuke, aber immerhin. Ich schätze mal, dass die meisten PS3-Spieler durch die lange Pause wegen Sony etwas aus der Übung gekommen sind. Ja, das war's eigentlich auch schon zum größten Teil. Ich will mich auf jeden Fall herzlich bei allen Leuten bedanken, die mir geholfen haben, meinen YouTube-Kanal aufzubauen. Und bei den Leuten, die meinen Kanal besucht haben oder abonniert haben. Und falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Feedbacks oder Wünsche wegen Commentaries oder Gameplays, dann postet es einfach in die Kommentare. Ja, also tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach ja, Leute, ich möchte euch noch ganz kurz warnen, denn das sind ja zwei verschiedene Audiospuren, die jetzt kommen werden. Das ist ja jetzt das alte Commentary gewesen und jetzt kommt das neue, das ich eben aufgenommen habe. Und da sollt ihr einfach vielleicht kurz auf die Lautstärke achten, damit ihr keinen Schock oder ähnliches bekommt. Denn ich weiß ja nicht, wie laut das, nachdem es gerendert wurde, am Ende ist. Von daher passt auf. Und dazu kommt noch, dass komischerweise mein Headset im Hintergrund ab und zu mal ein paar komische Furzgeräusche hinterlässt. Ignoriert das Ganze am besten und im nächsten Commentary wird das auf jeden Fall behoben sein. Notfalls kaufe ich mir ein neues Headset, so teuer war es ja nicht, nur 10 Euro kann ich jedem auf jeden Fall weiterempfehlen, denn die Qualität ist eigentlich ziemlich gut. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß, bis dann. Na, nichts, tschüss. Servus, das hallo, ich bin SmartCXD, ganz genau, und willkommen zu einem neuen Video. Ja, es stimmt, das war mein allererstes richtiges Commentary. Das Ganze wurde vor fast einem ganzen Jahr aufgenommen. Und ja, die Zeit ist für mich zumindest ziemlich schnell vergangen. Natürlich ist es schon ein Weilchen her. Und ich muss zugeben, das Commentary war auf jeden Fall ziemlich kurz. Es waren ungefähr nur 2 Minuten. Und ich musste leider das Commentary in der letzten Zeit runternehmen. Vor allem konnte man das Ganze eh nicht mehr angucken, da es einen Content-ID-Treffer oder ähnliches hatte, weil ich am Ende des Commentaries einfach ganz dreist irgendeine Pirates of the Caribbean Mucke Remix von DJ Tiesto genommen habe. Und das ist natürlich nicht ganz so legal, sagen wir es mal so. Und darum habe ich das Ganze aus Sicherheitsgründen einfach mal runtergenommen, bevor ich noch einen Strike oder ähnliches bekomme. Dazu kamen noch 2 weitere alte Videos und mir ist in der letzten Zeit einfach etwas in den Sinn gekommen. Ich könnte doch einfach die ganzen richtig alten Commentaries nochmal neu hochladen. Denn selbst wenn ich heute mein altes Commentary angucke, dann muss ich immer schmunzeln, denn es gibt im Vergleich zu heute auf jeden Fall extrem viele Unterschiede. Angefangen von der Stimme, eigentlich der ganze Kommentierstil hat sich geändert. Damals war meine Stimme noch ganz anders, ich war verunsichert, ich wirkte vielleicht sogar noch leicht schüchtern und ich war ziemlich ruhig in meinen Commentaries. Heute ist es vielleicht genau das Gegenteil, ich bin sogar ein wenig vielleicht verrückt geworden, manchmal betone ich sogar übermäßig, aber heute in dem Commentary möchte ich wenigstens ein wenig ruhiger reden und ich nehme das Ganze auch gleich mit dem ersten Versuch auf. Ich werde es dann gleich rendern und hochladen, damit das Ganze einfach ein wenig natürlicher rüberkommt, denn damals habe ich auch immer mit dem ersten Versuch aufgenommen. Das ist natürlich ein wenig schlechter von der Qualität, zumindest manchmal, weil manchmal ist es immer besser, wenn man mehrere Sachen aufnimmt, da
sich dann entweder die Qualität verbessert, man kann es natürlich auch übertreiben, aber gerade bei Commentaries, bei Videos, wo man ein etwas komplizierteres Thema anspricht, wo man vielleicht auch etwas recherchieren musste, da lohnt es sich manchmal schon, sich entweder ein paar Notizen zu machen oder das Commentary so oft durchzugehen, bis man es, sagen wir es mal so, selbst versteht und auch richtig erklären kann. Auf jeden Fall kommen jetzt in den nächsten Tagen neben dem Video noch zwei weitere alte Commentaries. Zum Beispiel gibt es ein richtiges Oldschool-Commentary oder wie man das nennen mag, wo ich eigentlich fast nur über das Gameplay geredet habe. Und ich finde es eigentlich ganz interessant und ich möchte auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesen richtig alten Commentaries wissen. Denn es ist vielleicht für den einen oder anderen ziemlich interessant. Und allgemein neben meinem Commentary-Stil haben sich eigentlich auch meine Videos mit der Zeit verändert, meine Gameplays und eigentlich auch sogar mein Spielstil. Denn wenn ich mich nicht täusche, war dieses Gameplay meine allererste Atombombe in Modern Warfare 2. Das war, glaube ich, im Mai 2011. Und da gab es ja eine ganz interessante Geschichte. Es war ja im vergangenen Jahr. Ich glaube, zwischen März, April und Anfang Mai, da gab es ja diesen PSN-Hack, also war das PlayStation Network für, ich glaube, 2 oder mehr Monate stillgelegt. Man konnte nicht zocken, man konnte sich nicht anmelden und das war doch ziemlich nervig für mich, denn damals habe ich meine HDPVR bekommen und ich wollte natürlich richtig mit Commentaries durchstarten. Ich habe dann irgendwann mal Ende April meinen oder Mitte April meinen Kanal erstellt und ich wollte dann natürlich gleich loslegen, aber das ging natürlich nicht, denn das PSN hat nicht funktioniert. Von daher habe ich mir komplett sinnlose Sachen ausgedacht. Zum Beispiel habe ich immer Modern Warfare 2 in einem privaten Splitscreen-Spiel gespielt und wollte dann irgendwas aufnehmen, um es einfach zu testen, denn damals oder auch heute macht es immer noch sehr viel Spaß, verschiedene Sachen aufzunehmen. Und ja, schließlich nach einer etwas längeren Zeit, nach ein paar Wochen, ging das PlayStation Network wieder. Das Lustige war, das war, glaube ich, es war an einem Wochenende oder in den Ferien, aber kurz bevor die Schule wieder begann. Und es war, glaube ich, an einem Sonntag. Und dann habe ich bis abends durchgesuchtet und dann im letzten Spiel oder ich glaube sogar im ersten Herrschaftsspiel habe ich dann meine allererste richtige New geschafft. Das war diese hier mit der ACR und dem Schalldämpfer. Und ich war so glücklich, dass ich gleich am nächsten Tag, als ich wieder von der Schule zu Hause war, dann habe ich gleich dieses Video kommentiert. Und als erstes Video oder als erstes Commentary, denn davor habe ich so ein komisches GTA-Test-Gameplay mit der HDPVR hochgeladen. Das war dann mein erstes richtiges COD-Video und dann war ich schon darauf war ich auf jeden Fall ziemlich stolz und es kam eigentlich auch ziemlich gut an. Natürlich gerät sowas in Vergessenheit, denn die meisten Leute gucken sich ja immer die aktuellsten Videos von Kommentatoren an und nicht irgendwelche richtig uralten Videos, zumindest wenn es keine nachhaltigen Videos sind. Und ja, manchmal ist einem langweilig, dann guckt man immer sich die richtig alten Videos an, vielleicht das erste Commentary, dann kann man feststellen, hat sich diese Person verändert, wie hat sich der Commentary-Stil so entwickelt, wie hat sich vielleicht das ganze gesamte Video entwickelt. Und ja, ich finde es ja mal ganz interessant, wenn ihr mein altes Commentary und auch die anderen zwei, die noch kommen werden, wenn ihr die mal so richtig konstruktiv bewertet oder einfach mal Feedback gebt, so als ob diese Videos jetzt wirklich meine ersten Commentaries wären, meine ersten richtigen Videos und die Videos nicht veraltet, sondern noch richtig aktuell wären. Und vielleicht findet ihr ja noch auch ein paar Gemeinsamkeiten, die ich bis heute vielleicht in meinen Videos anwende, oder sogar ein paar Unterschiede oder ein paar Fehler, die ich vielleicht bis heute beheben konnte, oder sowas ähnliches eben. Wie gesagt, demnächst kommen noch weitere alte Commentaries. Und ja, das war's. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Von daher, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.